Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall zurück beim grünen Frieden, zurück bei Imperator Seth Stark, der inzwischen 79 ist, aussieht wie ein Jüngling. Das ist ein bisschen schade eigentlich, das hat Paradox in anderen Spielen ja auch hingekriegt, mit ja, Altersporträts. Aber okay, ich meinte einen alten Pilz oder einen alten Insektoid, das ist wahrscheinlich schwierig, aber ich denke, viele spielen mit den Menschen, das wäre schön, wenn man das auch sehen könnte. Außerdem habe ich das Gefühl, er verändert andauernd seine Frisur und sein Aussehen. Das macht mich auch ein bisschen nervös. Wer weiß, was dahinter steckt. Das ist nur eine Maske. Wie auch immer, Imperator Seth Stark hat viel vor. Er hat sich erstmal die Sektoren angeschaut und hat gesehen, hier im Atlantis-Sektor gibt es doch einiges an Forschung. Wir werden das mal stärken und hier einen Forschungsfokus legen. Hier unten zwar auch, aber das bleibt trotzdem Harmonia, bleibt unser Militärsektor. Heißt einfach auch zu schön dafür. Okay, dann denke ich, wir haben ein Wort nochmal zur Aufwertung. Das kam irgendwie letztes Mal irgendwie ein bisschen komisch rüber. Wir können natürlich noch nicht genetisch manipulieren. Wir können nur Spezies aufwerten, die nicht fühlend sind, sind aber in unserem Reich, also in anderen Reichen, also wir kennen hier ein paar, aber in unserem Reich keine, außer diese Dabaks, die sind zumindest in der Nähe. Die befinden sich hier, glaube ich. Können wir dadurch aber auch noch nicht aufwerten. Ist, glaube ich, nur in den Reichsgrenzen möglich, haben wir aber im Hinterkopf, ist vielleicht eine Option für später mal irgendwann. Okay, jetzt, wir haben so viel Energie, wir sollten mal durch die einzelnen Systeme gehen und vielleicht da irgendwas machen. Wartet mal, hier ist nicht viel zu machen. Wo kommt hier gerade ein neuer her? Dort, das ist, na gut, dann werden wir hier einfach nur noch entfernen. Das ist in Ordnung. So, Calypso, der soll mal hier hin. Hier will ich ein Forschungslabor erstmal bauen. Hier können wir upgraden. Und dann werden wir das hier direkt entfernen. Wir werden jetzt richtig viel Energie ausgeben. Später werden wir sie bestimmt brauchen. Jetzt wäre es verschwendet. So, Aurora. Aurora hier unten bauen wir die Grenzklinik. Und da entsteht was Neues. Dann bauen wir da ein Bergbaunetzwerk hin. Ist okay. Und hier entfernen wir auch noch ein bisschen was. Alles weg, wo wir jetzt schon die Energie haben. Und Neptun. Achso, da gab es den Vorschlag, dass wir das ein bisschen schöner vielleicht formulieren. Neptun, ja. Mache ich mal. Das ist auch in Ordnung. Dann bauen wir hier ebenfalls eine Grenzklinik hin. Und knallen hier diese Algen weg. Die giftigen. Und jetzt haben wir aber richtig viel Energie ausgegeben. Schön viel Speicherplatz ist wieder da. So, ansonsten denke ich, hier herrscht ja jetzt dieser Krieg. Ne? Minus 1. Ich glaube, die werden den verlieren gegen das Zuckerkan-Mandat. Und wir sollten, glaube ich, tendenziell die Gelegenheit nutzen. Und ich will schon mal präventiv gewissermaßen in Calypso rekrutieren. Und ich tendiere so ein bisschen dazu, Roboterarmeen zu bauen, weil ich es einfach cool finde, als Imperator mit Roboterarmeen darum anzukommen. Vielleicht machen wir es Hälfte-Hälfte, oder? Wir machen mal 3 Roboterarmeen, 3 Angriffsarmeen. Können wir eigentlich noch mehr? Ja. Oh ja, 8. 10 können wir. Wow. Na los, dann lassen wir sie mal rekrutieren. Wir brauchen wahrscheinlich dann am besten noch einen General. Einen Admiral haben wir auch nicht, aber ich glaube, den benötigen wir möglicherweise gar nicht. So, was ist hier los? Defensivabkommen von den Rat der Lange. Das finde ich gut. Den unseren Nachbarn. Die wollen wir sowieso definitiv nicht angreifen. Und die sind auch, glaube ich, eine ganz gute Hilfe. Okay, sehr schön. Also, ich denke, wir können es wagen. Noch sind sie ebenbürtig, aber das... Nee, sie sind nur ebenbürtig wegen ihrer Technologie. In Flottenstärke sind sie unterlegen. Zuckerkan und ins... Oh, was ist das? Achso, das ist hier mit der Föderation. Und den Zuckerkan, das ist kein Problem. Wir haben jetzt 52. Oh, das ist auch wichtig. Genau, ich warte jetzt, dass die planetare Hauptstadt fertig ist, weil dann will ich auf der Erde endlich ein großes Forschungszentrum bauen. System Survey complete. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit.
So, wann hat ja geschafft? Sehr schön. Das schauen wir uns mal im Einzelnen an. Wir werden das Ding hier ersetzen durch. Wo ist sie? Hier, das Forschungsinstitut. Sieht das nicht schön aus? Kostet 10 im Unterhalt. Ist reichsweit einzigartig. Produziert eine verdammte Menge Forschung, aber vor allem erhöht sie reichsweit plus 5% die Forschungsgeschwindigkeit, was ganz schön dolle ist. Also das Forschungsinstitut ist ein gewaltiger Komplex, in dem die besten Wissenschaftler unterschiedlicher Bereiche zusammenarbeiten und unübertreffbare Ergebnisse erzielen. Dies verbessert die Forschungsleistung des gesamten Planeten. Sehr schön. Und ich frage mich gerade, haben wir hier eigentlich ein Forschungslabor? Nee, beziehungsweise Observatorium meinte ich eigentlich. Ja, das haben wir hier schon. Dann ist das, steht das auf der Erde noch erst recht gut. So, den nächsten Einfluss brauchen wir jetzt für die Kolonie und dann brauchen wir Einfluss für den General. So ist jetzt der Plan. Haben wir hier schon was Neues in Reichweite? Ich glaube nicht. Dann haben die Konstruktionsschiffe erstmal nichts zu tun. Aber wir werden ja bald hier kolonisieren. Dann kannst du dich da schon mal hinbewegen. Dauert ja eh immer ewig. Gut. Die erste Armee ist in Calypso entstanden. Das ist auch in Ordnung. Wir müssen dann das richtige Timing finden. Na, wahrscheinlich, wenn alle Armeen fertig sind. Das dauert leider noch ein Weilchen. Construction complete. Da hätten wir natürlich ein bisschen besser noch vorbereitet sein müssen. Oh, Calypso, wichtig, Raumhafen. Hier müssen wir jetzt nochmal erstmal noch die Kreuzerwerf machen. Sehr schön. Und dann will ich, glaube ich, hier auch nochmal die Maschinenbauhalle machen. Und dann erst bauen wir Kreuzer. Gut. Auf der Erde, wie lange dauert denn das Forschungsinstitut? Oh, geht relativ zügig. Das ist schön. Hier haben wir schon unsere zwei Roboter da stehen. Und wie geht es hier voran in diesem Krieg? Die sind schon, nee, sind immer noch bei minus 1. Okay. Hat sie jetzt nicht so viel getan. Aber meine These ist ja, dass die Flotten sich, dass die quasi schon erledigt ist. Minus 8. Oh ja, minus 14. Jetzt geht es aber rucki zucki. Müssen zusehen, dass wir rechtzeitig da noch ankommen. Construction complete. So, das Kolonieschiff ist erstmal soweit. Das fliegen wir auch schon mal dahin. Okay. Hier gibt es, glaube ich, erstmal nichts zu bauen. Wir warten jetzt auf den nächsten Einfluss. 52 brauchen wir, glaube ich, um die Kolonie zu starten. Und dann, ach ja, dann ist das Thema noch General. Der kostet ja auch 50 Einfluss, wenn wir einen guten nehmen. Vielleicht hätte ich das hier mit dem Defensivbündnis später machen sollen. Bisschen ärgerlich. Na okay, wir haben jetzt hier 4 Armeen. Ich denke mal, wenn wir 6 haben, dann können wir den Krieg erklären und können wir schon mal anfangen. Können wir ein bisschen bombardieren. Darauf wartet doch Seth Stark schon. So, was haben wir hier? Eine Gouverneurin hat Stufe 4. Eine unserer wenigen Gouverneure. Das ist ja etwas, was wir uns immer noch nicht so richtig leisten können und wollen. Auf der Erde. Das Forschungsinstitut ist bei 48%. Das Kolonieschiff ist jetzt angekommen, hat aber noch keinen ausreichenden Einfluss. Wo wollen wir eigentlich hin? Hier hin? Nee, hier wollen wir hin. Der fliegt doch schon mal dahin. Hallo? System Survey complete. Gut, 5 Armeen stehen da jetzt. Dann werde ich schon mal unsere Regulatorenflotte hierhin bewegen. Beziehungsweise eigentlich können wir sie schon hierhin bewegen. Ich sehe gerade, das ist ja noch gar nicht erforscht. Das ist ja auch noch interessant. System Survey complete. Also Flotte bitte dahin. Und wir haben doch hier ein Forschungsschiff. Ehe das da sinnlos sonst was erforscht, lieber das hier. Das finde ich jetzt spannender. So, das Kolonieschiff hätte schon längst hier kolonisieren können. Verdammte Axt. Hier. Kolonisieren. Oberfläche. Wo gehen wir hin? Mit den Menschen. Wir gehen... hier ist ja einiges, was wir noch gar nicht beseitigen können. Ich denke, wir gehen hier unten hin. Da haben wir
Nahrung und schön Forschung drumherum. Ach, und ich habe mir natürlich keinen Namen ausgedacht. Nennen wir es erstmal, bleiben wir mal bei Nuranka. Ich muss darüber noch ein bisschen nachdenken. Schrupp. Aurora haben wir schon. Yangala. Ne, Nuranka heißt ja auch das System. Insofern, Brokleaf ist ja auch blöd. Lassen wir mal Nuranka. Kommen wir später noch dazu. So. Plus 15 jetzt, wo die Flotte sich bewegt. Das ist eigentlich okay. 6 Armeen. Oder was? Wir haben wir da. Ach nee. Warum zeigt er mir nur. Warum trennt er das eigentlich? Finde ich eigentlich ein bisschen doof. Na gut. Als nächstes sparen wir auf einen General, den wir vermutlich mit 50 rekrutieren werden. Wie gesagt, ich will einen ganz guten mit irgendwelchen Eigenschaften haben. Und wenn die Flotte dort angekommen ist, dann werden wir den Krieg erklären. Oh, und unser Konstruktionsschiff kann ja auch schon hier loslegen. Bergbaustationen bauen und dann die Forschungsstation. Und sind wir hier irgendwie schon weitergekommen? Nee, wie mir scheint nicht. So, die Flotte ist da. Wir pausieren mal und werden jetzt hier mit denen sprechen. Minus 24, also sind voll am Ablosen. Krieg erklären. Krieg erklären. Und was ist unser Ziel? Das ist jetzt die große Frage. Stoppen Sie die Grausamkeiten, das interessiert uns doch nicht. Ich meine, da gewinnen wir Einfluss, aber 94 Vasallisieren, das scheint mir ein gutes Ziel zu sein. Einen neuen Vasallen, den wir später möglicherweise auch integrieren können. Tributnation. Nee. Und einzelne Planeten, das ist auch nichts für uns. Wir werden. Will hier einer mitkämpfen? Nein, wir werden das so machen. Der Krieg ist erklärt, Leute. Das ist ein. Großer Moment. Naja, nennen wir es groß. Wie auch immer, Seth Stark ist bestimmt begeistert mit seinen 80 Jahren, dass er endlich hier von der großen Stärke der Menschheit ein bisschen was zeigen kann. Sein Traum geht in Erfüllung. Das Imperium wächst und wir lassen uns nicht mehr herumschubsen. Was heißt wir? Der grüne Frieden, seine Vision von der Menschheit. So, sind hier feindliche Flotten? Mir scheint, dem ist nicht so. Dann können wir uns eigentlich gleich... Was ist hier los? Zakoplot garantiert die Unabhängigkeit von Hisma. Das ist weit im Süden, das interessiert eigentlich nicht. So, da seid ihr. Oh, die haben eine Station gebaut. Ne, wieso ist die kaputt? Ist da jemand? Hä? Was ist denn das für ein mysteriöser Kram? Hostile Fleet engaged. Ja, ihr greift natürlich jetzt erstmal die Bergbaustation an. Das finde ich auch ein bisschen lästig, dass man das nicht irgendwie verhindern kann. So, jetzt kommen unsere Jäger. Die umkreisen. Situation log updated. Construction complete. War die Bergbaustation. Oh, und unser Forschungsschiff kann da auch noch gleich ein bisschen was forschen. Kalypso. Wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz anhalten. Oh, die Hisma und Zackblatt, die brechen das gleich wieder. Das ist ja wirklich kurzlebig. Aber ich will mal ganz kurz gucken. Die haben das jetzt gebaut und wir sind jetzt in der Lage... Jetzt bin ich wieder ein bisschen verwirrt. Genau. Ordentlich... Kreuzer aus der Kreuzerwerft. Die Bellona-Klasse, die haben wir auch schon. Ja, alles klar. Dann lasst uns hier jetzt richtig loslegen mit der Kreuzerproduktion. Das ist sehr schön. Den Rest werden wir also mit Kreuzern auffüllen. So, 6 Kreuzer sind ja hier schon dabei. Aber System Survey complete. Jetzt durch die Kreuzerwerft ist das natürlich deutlich effektiver. So. Welches... Construction complete. Bergbaustation abgeschlossen. Das ist okay. Das ist okay. Oh, auf der Erde ist auch diese Forschungsstation. Wir sind jetzt auch bei plus minus null angekommen. Und wir sollten vielleicht mal schauen, was hier passiert. Ja, wir sind da. Bombardiert ihr schon? Ihr bombardiert schon. Was ist denn hier los? Oh ja, die haben ja doch einiges aufgefahren. Ja, Kalypso.
Wie sieht's aus? Ist noch was in petto? Können wir noch mehr eigentlich? Tatsächlich, wir können noch mehr. Aber das war's dann. Ja, ich glaube, wir sollten ja auch mit einer Full-Stack-Armee auftauchen. Wir wollen mal für den Anfang, fürs erste Mal nichts riskieren. So, warte mal, jetzt ist die Kolonie etabliert. Jetzt müssen wir jetzt mal bei der Forschung gucken. Ingenieurbüro haben wir Neues. Und Urilium-Kraftwerk. Schaden, Explosivwaffen plus 10%. Eine neue Panzerung. Eine bessere Feuerrate, Explosivwaffen. Oder noch ein besseres... Das ist wie immer nicht so einfach. Wir haben ja ein bisschen was an Explosivwaffen. Aber ich weiß nicht, ob das so zukunftsfähig ist, dass wir hier gleich so viel da reinsetzen wollen. Ich glaube, wir wählen doch erstmal die Panzerung. Gerade bei den größeren Schiffstypen macht meines Erachtens Panzerung besonders dann immer mehr was aus. So, wir haben zu viele Systeme. Ja, das ist klar. Wir haben ja ein neues. Insofern, ich weiß auch schon, was wir abgeben werden, nämlich Gemini. Diese lästigen, notorisch quengelnden Menschen, die wollen wir loswerden. Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Ja, komm, damit wir ihn schon noch, wir helfen ihm noch mal ein bisschen. Bauen hier noch ein kleines Forschungslabor hin. Oh Gott, die sind so unzufrieden. Unfassbar. Zufriedenheit 0%. Damit soll sich jetzt der Sektor mal abquälen. Welcher ist das? Arcadia. Arcadia bekommt jetzt Zoll dazu und das auch noch. Und dann sind die jetzt auch endlich mal in vernünftig große Sektoren. Gut. Wie weit ist eigentlich unsere Flotte hier mit dem Bombardieren? Na, noch nicht so weit. Aber es dauert ja auch noch, ehe unser Einsatztruppe hier am Start ist. General haben wir auch noch nicht. Oh, was haben wir da? Eine Feindflotte? Nee, das ist keine Feindflotte, das ist ein Forschungsschiff. Naja, gut. Das nutzt jetzt die Gelegenheit, dass durch den Krieg die Grenzen gewissermaßen offen sind. Da bin ich gespannt, wo das hin will und was das da noch rauskriegen will. So, Konstruktionsschiff, du hast nichts mehr zu tun. Dann bau doch bitte jetzt die Forschungsstation hier. In Aurora ist alles gebaut. Mensch, wie lange dauert das hier? System Survey complete. Wir haben 10. Aber wir haben eh noch keinen General. Hier haben wir erkundet, das ist gut. Dann wird jetzt das Forschungsschiff direkt schon mal hierhin fliegen und das Forschungsprojekt angehen. Station under attack. Wie bitte? Station under attack? Warte, was ist hier los? Ha! Unsere Verteidigungsstation hat jetzt das Forschungsschiff. Haha! Von Mikon, das hast du dir wahrscheinlich anders vorgestellt. Aber das war's mit dir. Sehr schön. Dann können wir nachher auch unser Forschungsschiff hinschicken. Kann das da auch noch die Trümmer bergen? Und in Kalypso entsteht jetzt die letzte Roboterarmee. Und dann noch eine Angriffsarmee und dann sind wir endlich soweit. Allerdings müssen sie ja noch dahin fliegen. Auch das dauert wieder noch ein Weilchen. Ach ja, so ein Krieg dauert schon ganz schön lange. So, haben wir jetzt noch ein Konstruktionsschiff? Können wir damit irgendwas machen? Hier vielleicht schon mal hinschicken. Das wird vermutlich der nächste Ort. Noch ist es nicht möglich. Nein, das wollte ich nicht. So, Kalypso. Oh, 50 Tage noch. Wir können eigentlich dann schon mal gucken beim... Research complete. Nein, wir können nicht gucken. Wir gucken uns die Forschung an. Terraforming-Stationen sind möglich und der Abbau der entsprechenden Terraforming-Flüssigkeiten und Gase. Für die Umgestaltung planetarer Krusten gibt es keine einfache Lösung. Auf Makroebene nur größere Schaufeln und Orbitalbohrer. Sehr schön. Und ich sehe schon, wir haben auch ziemlich viele schon in unserem Bereich hier. Sehr gut. Neue Forschung. Ministerium für Mildtätigkeit. Das ist doch hervorragend. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Sehr gut. Super. Galaktische Mildtätigkeit. Das ist ganz im Sinne von Seth Stark. Okay, Leute. Also, wir sind hier im Anmarsch. Die letzte Armee entsteht. Dann wird dieser
lächerliche Planet belagert. Wie heißt eigentlich das? Die Spezies hier. Sehen wir das? Tumbatoren. Aber sind das hier auch Tumbatoren? So heißt so die Spezies? Ich bin mir gar nicht so sicher. Was ist denn das hier? Das sind andere. Das sind Jalonen. Arktische. Vielleicht sind die ja ganz froh, dass wir sie irgendwie... Die hätten wir vielleicht doch auch noch befreien können, oder? Wie ticken die denn so? Die sind kollektivistisch. Oh, die würden eigentlich ganz gut bei uns reinpassen. Na, das ist doch schon mal gut für eine spätere Integration. Aber wir greifen vor, Leute. Erstmal muss dieser Pseudokampf noch geschlagen werden. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.